Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal erkläre ich euch das Spiel Star Wars Battlefront. Es wird dann, das nächste Video wird dann ein Let's Play von mir sein und das wird aber so lang sein, dass ich jetzt ein extra Video für die Erklärung mache, damit es nicht so ganz lang wird. Hier, das ist die Startseite, hier Start drücken. Dann ist das Spiel Star Wars Battlefront ist ein Spiel, indem man entweder Rebell spielt oder eben Imperium. Und da gibt es verschiedene Spielmodi hier in Multiplayer. Kann man mal drauf drücken. Dann gibt es hier, gibt es die Spielmodi. Ah nein. Ah, hier alle Modi auflisten. Hier Vorherrschaft, Kampfwaffe, Angriff, Jägerstaffel, Abwurfzone, Fracht, Gefecht, Druidenalarm, Heldenjagd, Helden vs. Schurken und dann eben auch Wendepunkt. Und das sind eben Spielmodus, da spielen Rebellen gegen Imperium. Zum Beispiel hier Helden vs. Schurken spielen die Helden vom Imperium gegen die Helden von den Schurken gegeneinander. Und es gibt auch ein paar normale Klontruppe und das wechselt halt dann immer so ab, wer Held wird. Dann gibt es hier zurück. Hier, das sind die Erweiterungspack-Dinge. Das habe ich mir gekauft. Dann gibt es hier Einstellungen. Hier kann man den Season Pass kaufen. Hier Missionen. Und zwar, hier ist eben Training, wie gesagt. Dann ist hier die Schlacht. Überleben. Überleben. Da kommen mehrere Wellen, das werde ich dann auch spielen, glaube ich. Hier oben sind eben die Freunde. Hier kann man Party annehmen und... Oh, nein, will ich noch nicht. Und zwar, eben hier bei den Missionen, Schlacht, da kämpft man, kann man zu zweit gegen andere kämpfen, da gibt es glaube ich auch Wellen. Und Training gibt es verschiedene Sachen. Da kann man im Flugzeug trainieren, mit solchen Mini-Kampfläufen trainieren, mit diesen Fliegern da trainieren, mit den Helden trainieren und ja, mit allen möglichen eben trainieren. Und ja, hier gibt es dann Sammeln. Hier kann man solche Maxis sammeln. Hier gibt es dann hier die verschiedenen Sternkarten, die kann man einsetzen. In so eine Hand kann ich Handgranaten werfen, ein Schild aktivieren und so etwas. Dann gibt es hier die Blaster und Waffen. Hier sind neue Waffen dazugekommen. Und hier kann man dann auch sein Aussehen anpassen. Ich habe hier den, man kann zum Beispiel auch so einen nehmen. So ein, das, das. Und dann gibt es noch welche. Ja. Und im Imperium habe ich den. Da kann man auch andere mit Menschen und so. Dann gibt es auch Emotes, die kann man machen. Zum Beispiel Bang, Fauststoß, ja, oder so etwas. Und die sagen dann auch was, das kann man am Anfang des Spiels machen. Und dann, ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem darauffolgenden Video und ciao!